Was zum... Hat geklappt? Anreichung und Residuum. Du kannst Residuum jetzt ausgeben, um Waffen, Siegel und Tafeln anzureichen, damit du über Loops hinweg erbehältst. Angriff der Ausrüstungsgegenstände kehren jeden Morgen in dein Arsenal zurück. Ernte Residuum von toten visionären Objekten, die angereichert werden können. Du kannst auch Waffen, Siegel, Taten und Residuum zu erhalten. Da du Residuum nicht zwischen den Loops übertragen kannst, solltest du auf jeden Fall ausgeben. Wenn du stirbst oder Reprise nutzt, lässt du dein aktuelles Residuum markiert am Ort deines Todes fallen. Wenn du jedoch keine Reprise mehr übrig hast und der Tag neu beginnt, geht das gesamte Residuum verloren. Oh ja, es hat verdammt nochmal geklappt! Wer ist jetzt das Superhirn? Du und ich, Baby. Für immer zusammen. Zumindest bis ich den Loop breche. Achso, ich habe jetzt nur die eine Waffe, die ich in der Hand hatte, rettet. Also bestimmt nicht mehr die eine, sondern das Ding. Ja, toll. Ich hätte mir die andere gerettet von Juliana. Ach. Okay, also wir brauchen jetzt tonnenweise Residuum. Ich kann das jetzt aber einsorgen, weil es ist anscheinend... Wie soll ich dich nennen? Herr Knarre klingt sehr formell. Kati Knarrenbauer. Berühre mich? Achso. Die Maschine. Residuum hat 57. Knalli. Knalltüte. Das kann ich voll. Das kann ich voll nicht einschätzen, wie viel Residuum das ist, ne? Warum fühle ich mich auf einmal so präsent? Es ergibt keinen Sinn. Nicht? Mal sehen, was sich Juliana jetzt ausdenkt, um uns jetzt aufzuhalten. Mr. Kill, freut mich, Sie zu sehen, Mr. Kill. Ihr Tisch wartet, Mr. Kill. Jetzt bist du der Ernter. Ja, aber hat Juliana das auch gemacht, diesen Prozess? 1250. Achso, manche Objekte haben einfach mehr. Okay, dann rennen wir jetzt nochmal zur Bude von Dingsterbumster. So, die Visionäre sind voller Dings und die Eternalisten wahrscheinlich nicht, oder? Ich erschieße trotzdem mal alle Eternalisten einfach, um zu gucken, ob die was droppen. Wir sind einfach um den Weg. Ich hab ja irgendwie in guter Tradition renne ich hier. Warum behält Juliana die Erinnerung? Aber interessant, dass sie... Und Cold hat auch die Erinnerung behalten. Aber Juliana hatte die ganze Zeit so geredet, als wäre sie das... Als wäre sie beim ersten Mal schon dabei. Also, als hätte sie das... Als hätten wir das schon mal in einem übergeordneten Loop, also in irgendeiner folgenden Episodenbeschreibung, habe ich mich da geredet. Ich glaube, in der Episodenbeschreibung von der 14 habe ich darüber gesprochen, dass es, dass es sich so anfühlt, als gäbe es nochmal übergeordnete Loops. Meine Venji hat ja schon irgendwie was in der Richtung gesagt, ne? Sollen wir töten? Code töten? Wir wissen nicht, wo er ist. Er könnte hier in der Nähe sein. Oder nicht? Unser Befehl ist auf... Kampferprobter Henker, in der Tat. Hallo, Jungs. Die leuchten auch so rum, aber anscheinend droppen die gar kein Residuum. Ja gut, das ist... Also prinzipiell müssten wir jetzt also... Also jetzt kann ich wahrscheinlich die freie Wahl, wo ich hier möchte. Ja, wahrscheinlich ist die Tür immer noch zu... Nee, doch, das hängt doch noch dran. Naja, ich muss das probieren, ne? Lange weg. Okay, na gut. Gut. Aber hier liegt doch kein Residuum. Naja, gut. Okay, jetzt können wir immer mit diesen komischen, wackeligen Gegenständen was anfangen. Jut, 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 ne? Jetzt renne ich wieder den Weg zurück, also... Magazin ist voll. Also manche Tage wiederholen sich immer wieder. Ne? Das ist jeden Morgen erstmal zu ihren scheiß Anwesen renne. Ich glaube, das können wir uns in die nächsten 20 Loops schmeißen. Jetzt müssen wir mal... Na gut, dann gucken wir, was das Spiel jetzt sagt, was ich jetzt, ob ich jetzt wirklich die freie Wahl habe zu tun, was ich möchte. Aber die Eternalisten, sie müssen sich daran irgendwas erinnern, weil sie haben gesagt, ich habe dich sterben sehen. Weil, ich meine, anscheinend sind ja Cold und Juliana offiziell Eternalisten und standen nicht wie die Visionäre in diesem Beam von dem Dings. Und die können sich an Dinge erinnern. Und Cold muss irgendwann mal entschieden haben, dass der Loop gebrochen werden muss deswegen. Und Juliana ist aus irgendwelchen Gründen daneben, dagegen. Vielleicht hat sie irgendwie eine Krebsdiagnose und weiß, dass irgendwie ihr letzter guter Tag ist und ab morgen wird sie anfangen, Blut zu husten oder so. Oder abends geht es ihr immer schlechter schon. Brauche ich nicht. Und sie weiß halt, dass das hier quasi ihr einziges Leben ist? Das ist nicht, einen großen anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen.
So, wen können wir denn, welchen Visionär können wir dann gleich am Morgen erschießen? Igor Serling ist doch... Also, liegen zwar keine guten Waffen rum, aber der ist zumindest ganz am Morgen in seinem Labor, oder? Warte mal. Ich hab doch hier Hinweise. Ich muss mir eigentlich gar keine Sorgen machen. So, warte mal. Wenn dieses grüne Riesenkörperchen ja schon von Siegel. Jeden Morgen wird über Funk mysteriöse Nachrichten. Blackreach gibt's ja wohl nicht. Achso, das ist die. Warte mal. Dann gehe ich, glaube ich, tatsächlich mal nach Freestyle Rock als erstes. Seine Steuertafel versteckt. Gibt es eine alte Generatorstation? Ach komm, ich gehe nach Freestyle Rock erst am ersten. Wenn ich das darf. Mini Cold! Nee. Cold Junior? Na, das klingt mal nach was. zu selbstbezogen. Cold, der zweite. Ja! Cold 2! Cold hoch 2! Warum benenne ich diese Waffe nach mir? Das ist eine sehr gute Frage. War der Tunnel schon immer so eingestürzt? So. Ich habe die Reprisetafel nicht eingesammelt. Wie könnte das denn passieren? Fuck, jetzt habe ich die nicht, oder? Oh. Ich habe mich verklickt. Du hast überlebt, jawohl. Ah, scheiße, wie geht das? Was hat funktioniert? Jetzt muss man mal Residium in meiner Ausrüstung damit anreichern. Achso, jetzt sind da so nicht genug Residium, 4000. Ausbau durch Opfern? Ah ja, okay. So, ach, das ist ja alles richtig toll, die Dinger zu behalten. Dr. Benji kann dir nicht das Wasser reichen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Du verfügst jetzt über die Kraft der Anreichung. Du brauchst Benjis kleine Maschine nicht. Sammle Residium von Hand und reiche den Gegenstand an. Ein Residium von schimmernden Besucherpicken, die auf ganz Blackreach verstolzt sind. Leben von getöteten Visionären. Kannst du mit der Reprise zurückbleiben? Ja, gut. Ich habe aber keine Reprise, also diesmal sterbe ich sowieso richtig. So, okay. Wir lassen den Cursor aus. Für den Gegenstand kannst du opfern. Okay, das, dann hättest du zumindest. Ach, scheiße, hätte ich mal doch die andere Knifte mitnehmen sollen. Waffensiegel, ja, Rätsel, so war, fast wie genug Resum, Limp 10 anzureihen. Kenner, also wenn man schon finish, eigentlich ist der Schlussstempel, kehrt zurück zum Anfang jeden Ländern, also nah zurück. Bewegung muss, drücke Dell, musst du opfern, okay. Sobald den Gegenstand ausgewählt, bestehen, okay, ja, yes. Ein Gegenstand opfern. Du hast genug mit dem Limp, aber ich will das scheiß Limp 10 nicht anreichern, also wirklich. Oh, warum muss ich das jetzt? Das ist voll die Verschwendung. Na gut, dann reichen wir den Scheiß jetzt an. Du hast nur die Macht deiner Anreife. Also, super. Vor allem, Tafeln verschaffen die mächtige Über. Natürlich fehlt zum Beispiel mit Temperaturen und unglaubliche Stärke. Venji besaß keine Tafel, aber die meisten Visionäre haben welche. Töte Visionäre und nimm ihnen die Tafel ab. So, fragst du, wer es nächstes tun wird? Welche Spuren du entdeckt hast? Wenn du mehr Tafeln, nimm dir Charlie Montague vor, dessen Teleport dich schnell an andere Orte bringen. Versuch mit Harriet Moos, der Nexus-Gegner verbindet. Was mit einem passiert, passiert mit allen. Das Ding hat doch Juliana gerade gedroppt, oder? Diese Dings. Die schnell in andere Orte bringen. Das ist bestimmt auch die Dishonor-Fähig. Ja, gut, das Dings. Nicht vergessen, Jesus regt dich nach Tageszeit unterschiedliche Sachen. Lass dir vor, andere Spiele können jetzt Juliana. Ja, gut, wir sind nur im Freundemuseum. Kannst du dich entscheiden, ob andere Spiele. Viel Erfolg da draußen. Okay, jetzt kann ich jetzt machen, was ich möchte. Kurz Ausrüstungsvarianten. Ja. So, wir haben die Spiker. Und die komische Limp, aber die möchte ich eigentlich auch direkt wieder zerlegen. Ja. Also, na, auf eine ganze Menge auch so auf einmal. Persönliches Siegel, wie Feder. Nicht genug. Sie kosten mir 8000. Tafel bessern. Waffen. Opfern, ja. Gut, dass wir die übrigens gerade angeredet haben, das Drecksding. Aber ich kann ja trotzdem keine überflüssigen Sachen, Waffen mitnehmen, oder? Ja, ist ja schon ziemlich dumm. Okay, dann gehen wir erste Nacht nach Freestyle Rock und ballern lustigerweise den Typen ohne Siegel um. Weil ich möchte sehen, wie Freestyle Rock am Morgen aussah, weil das sah da irgendwie... Und da kommt jeden Morgen dieser Funkspruch, das interessiert mich auch total. Wir gehen der erste... Vor allem, weil die Information ist falsch, dass Venji keine Tafeln hatte. Residuum. 1 ganz neuer... Jetzt wird es wahrscheinlich darauf hinaus, dass die einzelnen Tage nicht ganz so lange dauern. Ist die Frage, ob ich den Code für Dingsbums jetzt behalte oder nicht? Hey Juliana, ich habe eine Waffe angereichert. Das geht auch mit Siegeln, das geht auch mit Tafeln. Aha, komm zum Punkt. Na, ich weiß jetzt, wie man Sachen anreichert. Weißt du, das ist was Neues? Benji hatte das an Tag 7 raus. Warum wusste ich davon noch nichts? Frag doch mal dein Gedächtnis. Erinnerungen sind so flüchtig, manchmal verpuffen sie. Fuck! Ich verstehe nicht, wie du es hier aushältst. Weil es einfach so cool ist.
coole Ort in einer echt beschissenen Welt. Irgendwann siehst du das auch. Ich sehe nur, dass ich diesen scheiß Loop bald brechen werde. Du siehst es immer irgendwann ein. Und dann wird's erst richtig lustig. Aha, Frank war dein Freund. Frank ist nicht dein Freund. Oh nein. Ach, guck mal, da oben. Ach, da oben ist jetzt die. Jetzt sieht man sich, wo wir sind. Oh nein. Ja, Frank war mal dein Freund, ne? Düm. Ich bin es so leid. Hatten die keine Waffen bei? Um 8 die Stecke gedrückt, ist klar. So, war denn jetzt dieser Eingang, den wir jetzt mal benutzen? War das hier? Schemenhaft wie Schatten. Bisschen schlecht, vielleicht nur mit den Spiker rumzurennen. Ich bin irgendwie schon mal bleich, dass ich die anderen Waffen nicht behalten durfte. Also an sich müsste ich dann immer wie morgens mal zum Komplex laufen und die Waffenkammer leer räumen. Schutzraum. Keiner hier? Verräter und Spione vom Festland. Mistkerne. Perfektes persönliches Siegel. Zugang zum Geheimdienst. Genau, das war das Ding. 9E4. Also haben die Visionäre das auch vergessen? Okay, das erklärt so eines. Die haben es also auch. Aber warum könntest du den Juliana an Dings erinnern? Aber Venji weiß es ja anscheinend auch. Oh, guck mal, hier sind tatsächlich Sachen. KPS-Notiz, die Icebox. Rotvogel. Ich hatte mich für relativ gebildet, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was Uhrmacher unter der Schlüssel vorhat. Rahul Reisen hat eine Art Eindämmungssystem gebaut. Was soll das eingedämmt werden? Als ob wir das nicht wissen. Als ob das nicht für die verdammte Sphincter- und Kloakenmonster gedacht ist, die aus der Anomalie kriechen könnten. Uhrmacher hat das System mit Sicherheitssensoren beknüpft. Wenn du da drin erwischt wirst, hoffe ich, dass es dir im Vakuum gefällt. Sie hätten ihren roten Nebengebäude eine manuelle Steuerung, aber sie ändert jeden Tag den Code. Offenbar ist sie um einiges intelligenter als Feuerball. Wer hätte das gedacht? Achso, das sind die Codenamen für die Dings. Also wir wissen... Uhrmacher hat das System besichert, wenn du das erwischt hast. Also Uhrmacher ist Venji, wissen wir. Moment, das können wir uns mal notieren. Ich weiß nicht, ob die Rotvogel-Dingensbummens irgendwie jemals nützlich sind. Uhrmacher Venji. Warte mal. Offenbar ist ihm eins intelligenter als Feuerball. Wir wissen, dass es noch eine andere Person namens Feuerball gibt. So. Horizon hat eine Art Eindämmungssystem. Okay, Horizon ist das, was dran steht. Was ummachen der Schlüssel vor Ort. Okay, gut, das ist das. Das System ist komplexer wie ein vakuumversiegeltes Eindämmungssystem, für die sich schon wieder Code benötigt. Was? Das E.ON-Projekt versucht, sich Zugang zu dem Bunker des ehemaligen Operation Horizon im Komplex zu verschaffen. Wann? Laufend. Quelle? Käferprinz. Direkte Beobachtung. Analyse? Horizon hat die Bunker nach allen Regeln der Kunst versiegelt, aber die Leute von E.ON hämmern trotzdem an den verstärkten Türen, als wären sie Matrosen auf Landgang an der Schwelle eines Puffs. In der Stadt durchwühlen Ziel Augenschmerz das Horizon-Archiv nach alten Passwörtern, während wir hier draußen im Auftrag von Ziel Uhrmacher haufenweise Forschung über die Anlage kriechen. Laut meinen Karten ist eine der Anlagen das Nachschubdepot. Vielleicht würden wir das im Auge behalten, aber was weiß ich denn schon? Sicher kann ich auf den Drucksteuerungsprogramm. Ach, das ist das Ding. Okay, das ist das mit dem Druck, der sich jeden Loop ändert. Ja, aber warte mal. Der ändert sich zwar jeden Loop, aber Venji hat doch auch nicht mitgekriegt, dass sich jeden Loop unterwegs ist. Hat ein paar Signal. Das kann ich stören. Aha. Ich meine, das sind auch Eon-Dinger. Also, es wird jetzt übrigens nicht weniger verwirrend durch die ganze Geschichte hier, ne? M13? Nennt mich an die guten alten Nummernsender. Da bringt mir das was? Ich weiß. Beep, beep. Na, das bringt mir, glaube ich, aber nicht die Kombination dafür, oder? Oder? Na, hören wir uns das nochmal an. Aber ich glaube, das passt nicht. Ich muss die Codes woanders finden. Der Typ singt immer noch, ne? M13? R33.
Die 17 sind Trennsymbole, oder? Warte mal, kann ich R33 eintippen und das Ding hier? Ne, es gehen nur da Buchstaben. Okay, gut, dann sind es hier schon mal auf jeden Fall nicht. Okay, dann funktionieren die nicht. Vielleicht, wenn man die irgendwie umrechnet? Keine Ahnung. Gibt es hier nicht noch, ne, hier sind nur Thunfisch. Achso, okay, die Tür werde ich vorher aufnehmen. Na gut, wir müssen Frank umbringen. So leid es mir tut. Warum habe ich jetzt eigentlich Reprise wieder? Ich habe doch Reprise... Vorsicht. Ich habe doch Reprise gar nicht eingesagt. Was ist diesmal hier weniger los? Gute Sichtlinie. Ja, ich hatte leider keinen Scharfschützen gehört. Da oben ist ein Dings. Wie komme ich da hoch? Es ist jetzt gerade nicht der... Ich bin jetzt gerade nicht besonders subtil unterwegs. Sind Sie sicher? Willkommen bei Blabbermaul, Frank. Halt dem Verteiler deine Hand. Aus Sicherheitsgründen und zu meinem Seelenfrieden. Aha. Dem Verteiler. Ja, da habe ich den Glaspass, habe ich los. Oh, das ist hier noch schön. Aha. Ist jetzt eigentlich mein Tresor noch da am Morgen? Ah, nee, sie hat ja das. Das war ja vorher, ne? Dass es weg war. Jetzt haben wir hier ein riesengroßes Loch. Ich brauche nicht mehr so viele. Es muss einen anderen Weg geben. Waren das alle? Scheinbar. Okay, das Ding ist tatsächlich ganz gut, würde ich sagen. Dauert ewig zum Nachladen. Opat-Präse. Sicherheitschef. Komme ich hier nochmal rein in die Bude? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier im Sicherheitsbüro noch was finden. Kill, kill, kill. Na gut, das Ding ist die ganzen... Obwohl, die Waffensiege, die wir nicht mitnehmen können, denn... Ist ja eigentlich gar kein Problem, ne? Weil die können wir denn ja sowieso. Ach ja, hier ist ja wieder der Farbplexen-Dings von Olefia mit. Dein Dart-Tresor ist zum Dort-Tresor geworden. Schön. Jetzt ist die Plattform leer. Letztes Mal stand hier noch eine Waffe. Die Zukunft deines Landes braucht die Musik. Kann ich da oben über die Fenster reinklettern? Ne, letztes Mal war doch das Ding hier irgendwie kaputt, oder? Ich höre doch hier Residium. Das kann ich gut gebrauchen. Ich habe nämlich noch gar keins. Glas? Kann ich das einfach da reintun? Der Glas steckt wie die Tafel seines Trägers. Sie schließt Reprise mit ein. Wenn diese Karte trägt, genügt ein Tod in den nächsten Loop geschickt zu werden. Nein, denke ich, den Tod öffnet sich nur für Leute in ein Glaspass, den man draußen von einem Verteiler hält. Wer ein Glas verträgt, kann keine Tafeln einsetzen. Den Glaspass wieder loswerden? Also ich komme übrigens nicht durchs Fenster rein. Ich habe außerdem gerade geschossen, das wollte ich gar nicht. Das ist ein richtig schlechter Moment zum Nachladen. Ich möchte daran erinnern, dass wir immer noch keine Reprise haben. Ich glaube, wir sollten wieder gehen. Ist ja absolut nicht sicher. Ja, der Glaspass ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Nein, nein. Ich hätte vielleicht mal eine andere Waffe nehmen. Ich habe da ja noch diese wunderschöne Schrotflinte. Ist da jemand? Kann ich den Glaspass wieder abgeben? Achso, ich kann ihn tatsächlich wieder entfernen.
Aha. Die kann man nicht einfach so kaputt machen, den Glaspass? Bleib bloß weg. Ich bin bewaffnet. Ja, sicherlich. Hallo? Ah, endlich. Das Ding hier. Das habe ich die ganze Zeit schon gesucht. Scheiße! Dich wird niemand vermissen! Ja! Brücke auf! Also nicht die richtigen Waffen, um in Panik zu schießen. Oh, hier ist richtig was los. Du verdirbst allen die Lampen. Irgendwie bin ich panikhaft nie auf der richtigen Waffe. Ist jetzt hier im Moment die Ruhe? Okay, da oben ist noch so ein dummer Geschützturm, den müssen wir mal so vorbeischleichen. So, aber eigentlich wollte ich gucken, ob hier ein Lüftungsschacht ist. Oh, großes Waffensiegel. Spül alles weg. Kann ich hier nichts mehr machen, oder? Hackbares Signal, was war? Achso, das würde einfach nur die Leute runterlocken, wenn ich nicht schon mega laut gewesen wäre. Würde es bestimmt viel bringen. Naja, gut. So viel dazu.